Ja, weiter geht's mit dem Medium Access Control, also mit dem MAC Sublayer, wenn wir so wollen. Das ist sozusagen die Schicht 2.2, die über dem Link Layer, also der Schicht 2.1, sitzt. Hier ist es nochmal aufgezeichnet. Wo befinden wir uns? Ja, wir befinden uns immer noch in Schicht 2. Wir befinden uns jetzt aber im oberen Teil der Schicht 2 und der ist maßgeblich in Ihrem Ethernet-Treiber zum Beispiel implementiert. Also wird tatsächlich auf Ihrer CPU ausgeführt, ja, in den unteren Schichten Ihres Betriebssystems. Einige Sachen, sowas wie Timer oder Timeouts, die sind weiterhin in Hardware, also zum Beispiel in der Ethernet-Karte oder in Ihrer WLAN-Karte oder im Chipsatz drin. Aber wir nähern uns jetzt so langsam der Software-Ebene und über dem Mac, also über der Schicht 2.2, kommt dann auch gleich IP. Was sind die Ziele dieses Kapitels? Naja, ich möchte Ihnen erstmal erklären, was Medium Access eigentlich für ein Problem darstellt. Also warum ist der Zugriff auf das Medium überhaupt ein Problem? Wir haben doch eigentlich in den unteren Schichten gesehen, dass man direkt aufs Medium zugreifen kann. Warum das manchmal ein Problem ist, darauf kommen Sie eigentlich selbst. Manchmal habe ich es auch schon mal erwähnt. Stellen Sie sich vor, Sie wollen jetzt alle gleichzeitig was sagen. Ja? Wir haben ein geteiltes Medium, das ist dieser Videokonferenzraum, den wir hier verwenden. Und dann ist es bei aktuell 60 Teilnehmern relativ wahrscheinlich, dass sie sich ins Wort fallen. Ja, und da muss man sich überlegen, wie löst man diese Kollision jetzt auf? Ja? Also der Fachbegriff dafür wäre Kollision. Und naja, man kann sich was Zentrales überlegen. Ja, ich könnte dann einfach sagen, jetzt sind Sie dran, also der Student A ist dran, bevor Student B reden darf oder umgedreht. Ja. Also so einen zentralen Koordinator, der könnte das klären, um diese Kollision aufzulösen und um auch zukünftige Kollisionen zu vermeiden. Man könnte sich aber auch was anderes überlegen. Man könnte sich überlegen, dass man gar keinen zentralen Koordinator braucht und im Falle einer Kollision jeder von Ihnen einen Würfel aus der Tasche holt und eine Zahl würfelt. Und dann so und so viele Sekunden wartet, wie auf dem Würfel stehen. Wenn dieser Würfel hinreichend viele Kanten hat, ist es unwahrscheinlich, dass sie wieder kollidieren werden. Ja, das ist ein einfaches MAC-Verfahren, auf dem ich nachher auch aufsetzen werde, wenn ich Ihnen zum Beispiel erklären werde, wie WLAN Kollisionen auflöst. Das macht es nämlich ganz ähnlich mit diesem Würfelprinzip. Und da komme ich tatsächlich ohne einen zentralen Koordinator aus. Zentrale Koordinatoren sind vielleicht manchmal sinnvoll, wenn ich ein großes Netz habe, also wie so ein Mobilfunknetz, ne, da habe ich eine klare Hierarchie. Ja. Da weiß man, was dem Operator gehört und was der pflegt und was nicht, also an Infrastruktur. Ne? Handy pflegt er nicht, aber alles andere sozusagen ist unter seiner Kontrolle. Aber bei so einer Consumer-Technik, die jeder zusammenstöpseln kann, wie WLAN oder Ethernet, sind zentrale Koordinatoren schon schwieriger, ne? Weil ja dann entschieden werden müsste, wer das pflegt und wer wartet das. Ne? Ja. Also da hätte man eigentlich lieber so ein Fire-and-Forget-Prinzip, wo alle Teilnehmer gleichzeitig gleichberechtigt sind und direkt miteinander reden können. Ja. Darüber werden wir sprechen. Also wir werden über dieses Problem sprechen und wie man das lösen kann, ja, wie man auch Kollisionen auflöst oder vermeidet. Wir werden über die Leistung sprechen. Also wir werden darüber sprechen, was Kollisionen denn eigentlich an Durchsatz kosten. Und dass Kollisionen viel an Durchsatz kosten, wissen Sie, wenn Sie mal versucht haben, in einem vollen Hörsaal oder auf einer vollen Messe WLAN zu verwenden. Weil da machen Sie dann irgendwann nichts anderes mehr, als gegenseitig abzuwarten, bis Sie mal als gegenseitig Ihre Kollisionen abzuwarten. Ja? Also als im Wesentlichen aufeinander zu warten und zu hoffen, dass irgendwann keine Kollision mehr passiert. Ja? Wenn ein WLAN hinreichend voll ist, dann sind Sie irgendwann ganz hinten und müssen einfach warten, bis Kollisionen vorbei sind, bis andere Teilnehmer nichts mehr tun. Ja? Also das ist das Leistungsproblem, was wir hier diskutieren werden. Ja, das ist im Wesentlichen ein Durchsatzproblem. Führt natürlich auch zu hoher Latenz, wenn Sie gar nichts übertragen können. Und da werden wir auch bestimmte Leistungsmaße diskutieren. Ja? Und wir werden uns da auch ein Idealmaß ansehen und schauen, wie gut da bestimmte Verfahren rankommen. Ja, dann werden wir überlegen, wie baut man jetzt so ein MAC-Protokoll? Was muss man da machen? Ja, also senden, was muss man beim Senden beachten? Was muss man beim Hören beachten? Ja, hinsichtlich des Medienzugriffs. Ne? Also nicht mehr natürlich hinsichtlich des physikalischen Signals oder sowas. Ja, das ist lange vorbei. Ne? Wir sind hier schon voll auf Paketebene.
Und ja, wie synchronisiere ich das? Also wie synchronisiere ich Übertragung anderer Nutzer? Das geht jetzt hier auch nicht mehr um Paketsynchronisation. Also wir haben ja schon Frames, ne? Sondern jetzt geht es darum, wie kriege ich Nutzer miteinander synchron? Ja? Wie sorge ich dafür, dass die sich koordinieren können? Und dafür brauche ich ja auch eine gewisse Synchronisierung zwischen Nutzern. Und schließlich schauen wir auch nochmal uns an, inwieweit das von der Umgebung abhängt. Ja? Ist das jetzt für ein Kabel anders als für einen drahtlosen Link zum Beispiel? Das wäre so eine Frage, die hier eine Rolle spielen würde. Schließlich werden wir uns in diesem Kapitel einige Beispiele anschauen. Also schließlich werden wir uns in diesem Kapitel einige Beispiele anschauen, zum Beispiel Ethernet als wesentliches klassisches, als wesentliche Technologie, aber auch als Vorreiter von WLAN, weil WLANs leiten sich auf Schicht 2 direkt vom Ethernet ab, also vom kabelgebundenen Ethernet. Und deswegen ist das natürlich auch eine spannende Frage, was hat man sich beim Design da gedacht und wie ist das in WLANs umgesetzt? Und wir werden uns auch tatsächlich den Algorithmus im Ethernet zur Kollisionsvermeidung anschauen. Gut, haben Sie erstmal zur allgemeinen Struktur Fragen? Bitte schreiben Sie nichts in die Shared Notes. Ich sage nochmal, ich gucke da nicht rein. Ja? Also das ist die allgemeine Struktur dieses Kapitels. Fangen wir mal mit dem grundsätzlichen Problem an und warum wir gerne einen dynamischen Kanalzugriff hätten. Ja? Und das werde ich Ihnen, und um das herzuleiten, werde ich Ihnen erstmal erklären, was passiert, wenn alle statisch auf den Kanal zugreifen und warum das ineffizient ist. Ja, dann werden wir darüber sprechen, was ein dynamischer Kanalzugriff ist und was das denn bedeutet. Dann kommen wir zu dem Problem der Kollision und zu Protokollen, die dieses Problem in Kauf nehmen. Ja, ich verrate Ihnen jetzt schon mal, dass Ethernet und WLANs dazugehören. Dann kommen wir zu kollisionsfreien Protokollen. Das sind Protokolle, die versuchen im Vorhinein Kollisionen zu vermeiden. Ja, da gibt es nicht mehr wirklich viele, die das machen. Man könnte jetzt zum Beispiel Telefonie im Mobilfunk da reinnehmen. Ja, das wäre noch so eine Nische, wo sich das noch bewährt hat. Ansonsten gibt es da jetzt eigentlich kaum noch Verfahren, die Kollision perfekt vermeiden, weil es einfach vom Durchsatz her nicht effektiv ist, Kollisionsfreiheit garantieren zu wollen. Aber wir werden das natürlich als kontrastierendes Beispiel zu dem kollisionsbasierten Verfahren besprechen. Und dann besprechen wir noch so ein Hybrid. Das sind sogenannte Limited Contention Protokolle, also das sind Protokolle, die versuchen, Kollisionen zu begrenzen. Ja, also das ist so ein Mittelding quasi zwischen Kollisionsfreiheit und basierten Protokollen. Und dann werden wir als Fallbeispiel Ethernet betrachten. Fangen wir mit dem statischen Multiplexing an. Was bedeutet statisches Multiplexing? Das bedeutet, dass ich ganz einfach alle Verkehrsanfragen, die ich habe, Sie sehen das hier, ich habe hier drei Hosts, ja, die wollen mit drei Hosts auf der anderen Seite kommunizieren. Und ich habe also drei Teilnehmer. Und wie schaffe ich das jetzt, diesen Link auf die drei Teilnehmer aufzuteilen? Naja, ich kann ganz einfach sagen, jeder von diesen Teilnehmern bekommt ein Drittel der Kapazität. Kapazität kann ich zum Beispiel in Zeit aufteilen. Ich kann also sagen, jeder dieser Teilnehmer bekommt ein Drittel der Übertragungszeit. Wenn ich das statisch mache, habe ich genau das, was statisches Multiplexing bedeutet. Also Multiplexing bedeutet, ich erlaube mehrere Datenströme über ein Medium. In diesem Beispiel. Und sind es genau drei, die ich eben über ein Medium erlaube. Und statisch ist es, weil ich feste Zeitslots hier zuteile. Das muss ich auch übrigens nicht auf der Zeitebene machen, das kann ich genauso in der Frequenzebene machen. Das kennen Sie alle von zum Beispiel UKW-Radio. Ja, da hat jeder Sender seine feste Frequenz und die senden da gleichzeitig alle, aber teilen sich ein Frequenzband. Ja? Das ist ein statisches Multiplexing und jeder hat den festen Kanal und eine feste Bandbreite in diesem großen Radiospektrum. Nachteil ist auch klar, ne, wenn ein Sender nichts sendet oder nur eine sehr geringe Datenrate sendet, also nicht viel sagt zum Beispiel, ja,
dann hat der trotzdem seine Sendefrequenz blockiert und kein anderer kann dessen Bandbreite verwenden. Ja, und dann sehen Sie anhand dieses Radiobeispiels schon mal, dass es relativ ineffizient ist, das so zu tun. Hier ist das übrigens nochmal übereinander dargestellt, um zu illustrieren, dass man das zum Beispiel auch im Frequenzbereich machen kann. Man kann es übrigens mit mehreren Antennen im drahtlosen Fall auch im Raumbereich machen. Man kann es im optischen Fall auch mit mehreren Lichtfarben machen, sogenannten Modi oder Moden. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, das auf physikalischer Ebene zu multiplexen. Ja. Aber hier sollen uns erstmal Zeitaufteilung und Frequenzaufteilung genügen. Wichtig ist für meine Erklärung jetzt, das ist statisch. Ja. Naja, und das funktioniert ganz gut, wenn alle eine konstante Datenrate haben. Also wenn jeder dieser drei Teilnehmer auch nur also dieses Drittel seiner Ressourcen, ja, also das Drittel, was ihm aus der gesamten Kanalressource zur Verfügung gestellt wird, auch voll ausnutzt, dann ist das System effizient. Ne? Weil zum Beispiel, Sie haben einen Link von 100 Megabit pro Sekunde und jeder benutzt ein Drittel, also knapp 33 Megabit pro Sekunde. Ne? Dann haut es in etwa hin. Und wenn jeder davon 33 Megabit pro Sekunde sendet und empfängt, haben wir das eigentlich ganz gut ausgelastet. Ja, nur leider ist das in der Praxis nicht so. Leider haben wir relativ selten bei konstantem Datenverkehr. Es gibt Ausnahmen, also wo wir wirklich konstante Bitraten haben, zum Beispiel die Übertragung unkomprimierter Videobilder oder die Übertragung unkomprimierter digitaler Audioströme. Aber wann haben Sie schon mal ein unkomprimiertes Video übertragen? Ja, das macht man in der Regel nicht, weil die Dinger halt riesig groß werden. Das macht man im Bereich der Audio-Video-Produktion. Aber in der Regel ist ja da irgendwie eine Codierung drüber. Also und diese Codierung sorgt dafür, dass diese Videos kleiner werden. Also aus diesen rohen Videodaten, wo ich jedes Einzelbild unkodiert darstelle, da werden dann natürlich Videoströme geringerer Datenrate aufgrund der verlustbehafteten Codierung. Aber die sorgt auch dafür, dass diese Datenrate schwankt, und zwar abhängig vom Inhalt. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf, dann werden wir Video mal als Beispiel diskutieren. Aber halten wir erstmal fest, in Rechnernetzen haben Sie üblicherweise sowas, was wir Bursty Traffic nennen. Also Sie haben tatsächlich einen hohen Unterschied zwischen der Maximaldatenrate und der mittleren Datenrate. Hier ist das mal illustriert in dem Plot. Ja, hier haben wir plötzlich so einen Burst. Also ich habe plötzlich zum Beispiel eine Anfrage, die ist viel höher als das, was die Quelle im Mittel so anfragt. Ja. Anderes einfaches Beispiel ist so typisches Websurfen. Ne? Sie produzieren durch Ihren Request einen Burst von Daten, also erstmal einen Uplink, ja, als Request und dann als Response vom Server, also als Antwort dann einen Burst im Downlink. Und dann lesen Sie vielleicht die Webseite und dann klicken Sie nochmal und dann haben Sie den nächsten Burst. Ja. Ihr Mittel würde aber über die gesamte Zeit genommen werden, also auch über die Lesezeit. Ja? Und daran sehen Sie, dass Sie hier in der Regel schon alleine beim trivialen Websurfing eine hohe sogenannte Peak-to-Average-Ratio haben, also Spitzenwert-zu-Mittelwert-Verhältnis. Ja? Und das ist einfach, ne, ich nehme den Spitzenwert, teile das durch den Mittelwert und da habe ich üblicherweise im Rechnernetzen so einen Faktor 1000:1. Also meine Lastspitzen sind 1000-mal höher als meine mittlere Verkehrslast. So, und jetzt ist statisches Multiplexing plötzlich eine ganz doofe Idee. Ich kann doof genauer definieren, doof im Sinne von ineffizient. Ne? Weil woraus soll ich jetzt mein Netz auslegen? Soll ich es auf die mittlere Datenlast auslegen? Soll ich jetzt sagen, jeder kriegt das, was er so im Mittel verbraucht? Dann kriege ich die Spitzen nicht mehr bedient. Oder soll ich es auf die Spitzen auslegen und sagen, jeder kriegt so die Kapazität, die er für seine Spitze braucht, also für seine Spitzenlast, dann würde ich aber in den Fällen, wo sie keine Last produzieren und zum Beispiel die Webseite lesen, überdimensionieren, und zwar massiv überdimensionieren, Faktor 1000 überdimensionieren. Ja? Das heißt also, bei Bursty Traffic ist statisches Multiplexing eine ganz ineffiziente Idee, egal wie rum sie es drehen. Ja? Entweder kriegen sie Peaks nicht bedient, weil sie unterdimensionieren oder sie überdimensionieren und haben eine große Verschwendung im System.
Ich habe hier noch ein schönes Beispiel, das war das Videobeispiel, was ich vorhin kurz illustriert habe, nochmal ein bisschen genauer dargestellt. Was macht so ein Videocodec? Ja? Und damit meine ich jetzt so alle typischen MPEG-Codecs, die funktionieren im Prinzip alle gleich. Sie haben einen sogenannten Keyframe, das ist so ein Einzelbild. Ja? Zum Beispiel stellen Sie sich da einfach so ein JPEG-kodiertes Bild vor. Und das wird periodisch wiederholt, also zum Beispiel alle 12 Bilder. Und dann haben Sie dazwischen allerdings nicht nur Einzelbilder, ja, also nicht so, wie man das kennt, so beim Daumenkino oder beim alten Kino, dass man einfach nur alle Einzelbilder speichert und die einfach JPEG-kodiert. Nee, das macht man nicht. Sondern um weiter zu komprimieren, speichern Sie zwischen den Einzelbildern nur die Bewegungsdifferenzen. Das nennt man dann Motion Differences oder Bewegungsvektoren. Das ist also dann quasi nur der Unterschied zwischen den aufeinanderfolgenden Bildern. Das sind die sogenannten Differential Frames. Und das ist jetzt, wie gesagt, relativ egal, welche Videokodierung Sie da nehmen. Also die folgen alle in diesem Prinzip. Naja, und was verursacht das? Für die Bitrate bedeutet das natürlich eine erhebliche Schwankung. Weil die Keyframes sind groß, also diese Einzelbilder sind relativ groß. Die Differential Frames, wenn Sie jetzt nicht massiv viel Bewegung haben plötzlich im Video, sind aber relativ klein. Ja, stellen Sie sich so einen Nachrichtensprecher vor oder so eine Videotelefonie, ne, dann face-to-face. Also da bewegt sich in der Regel nur der Mund. Ne. Das ist eine sehr kleine Bewegung, die kann ich sehr effizient kodieren als Bewegungsunterschied. Aber so ein Einzelbild, ne, kodiere ich dann, muss ich neu übertragen, wenn zum Beispiel in der Nachrichtensendung ein Schnitt kommt und sich das Bild komplett ändert oder wenn sich der Sprecher groß bewegt, ja, oder eine andere Kamera gezeigt wird, ne, dann muss ich einen neuen Keyframe übertragen. Und das ist dann natürlich wieder so ein Burst. Ne? Das ist natürlich wieder so eine Spitze in der Datenlast. Hier sehen Sie das mal. Hier habe ich mal so ein einfaches Video, mir da mal die Bitrate angeschaut. Also die X-Achse hier wäre die Zeit. Die Y-Achse ist die Datenrate. Und hier sehen Sie diese starke Schwankung. Ne? Und hier sehen wir auch übrigens gleich die mittlere Bitrate über das gesamte Video gesehen und auch gleich die Spitzenlast. Ne? Und Sie sehen, hier ist die Spitzenlast mehr als zehnfach höher, also knapp 11,5 mal höher als die mittlere Datenrate dieses Videos. Ja? Ich glaube, das war so ein typischer Testfilm, das ist so ein Cartoon gewesen, der so üblicherweise zum Testen von Videocodecs verwendet wird. Ja, also das ist mal ein realistisches Beispiel für so eine Peak-to-Average-Ratio. Ne? Und das einfach nur bei einem normalen Video. Also da ist noch nicht mal viel Bewegung drin. Das kann man noch höher treiben. Also man kann noch höhere Peak-to-Average-Ratios im Videomaterial finden. Und wie gesagt, beim Web-Traffic, beim Web-Surfen haben sie da dann noch größere Peak-to-Average-Ratios alleine aufgrund dieser Lesezeit. Ja? Ich hoffe, das Problem ist klar. Ich hoffe, es ist auch klar, warum statisches Multiplexing dann nicht mehr funktioniert. Weil, wie gesagt, entweder muss ich es an der Spitze auslegen. Das haben wir hier mal testweise gemacht. Ja. Dann würde ich jedem Nutzer diese Datenrate, also diese Lastspitze garantieren wollen. Und dann habe ich im Mittel so und so viel verschwendet. Ja. Also im Mittel Faktor 1000 zum Beispiel verschwendet bei einer Peak-to-Average-Ratio von 1000 zu 1. Ja, oder ich richte es an der mittleren Datenrate aus. Dann kann ich Lastspitzen erstmal instantan nicht mehr bedienen, also nicht in Echtzeit bedienen. Was muss ich also machen? Naja, ich muss zwischenpuffern. Ne? Ich würde ja diese Pakete, die hier überstehen sozusagen, wenn ich nur die mittlere Datenrate unterstütze, nicht wegwerfen. Ich würde die natürlich in Warteschlangen ablegen, also zum Beispiel in meiner Switch oder auch in meinem Router in der Warteschlange dazwischen zwischenspeichern. Naja, und was kriegen wir für ein Problem, wenn ich Warteschlangen habe und die länger werden? Je länger meine Warteschlange wird, umso länger die Verzögerung. Ja, umso länger muss derjenige warten, bis er dann mal diesen Kanal benutzen darf. Ne? Und das heißt, alleine aufgrund dieser problematischen statischen Dimensionierung müssen zum Beispiel Nutzer mit Lastspitzen hier einfach lange warten. Und dann habe ich wieder diese ganzen Probleme mit meinem Jitter, die dann wieder zum Beispiel eine schlechte Videokonferenz oder Audioqualität verursachen. Ja? Ungeschickt, ja, ganz ungeschickt. Also statisches Multiplexing, ich muss mich zwischen zwei Krankheiten entscheiden. Und das ist eigentlich fast immer ein Indiz, wenn Sie sich zwischen zwei Krankheiten entscheiden müssen.
dass das Konzept schlecht ist. Können wir das besser machen? Ja, klar können wir das besser machen. Wir können das dynamisch allokieren. Wir können also überlegen, der viel zu senden hat instantan, also der eine Lastspitze hat, der kriegt auch den Kanal. Und zwar dann, wenn er ihn braucht. Ja? Und wenn der Kanal an sich frei ist und er viel davon braucht, dann kann er von mir aus auch den ganzen Kanal haben. Ja? Also ich habe so ein, vielleicht, ich kann vielleicht sogar einen zufälligen Zugriff auf den Kanal erlauben. Gut, dann kann es sein, dass mal zwei gleichzeitig auf den Kanal zugreifen wollen, aber damit komme ich schon klar. Ne? Und dann sind wir wieder bei der Diskussion von kollisionsbasierten Verfahren. Also das ist so die Grundidee von dynamischem Kanalzugriff. Der den braucht, kann mal darauf zugreifen. Ich mache da jetzt keine statische Dimensionierung im Vorhinein. Ich weiß ja sowieso gar nicht, wie ich das geschickt machen soll, weil ich kann ja die Last der Teilnehmer nicht wirklich gut vorhersagen. Also lassen wir mal alle auf den Kanal rauf und fixen Probleme dann später. Ja, das ist so eher so die Grundidee. Ne? So dieses Best-Effort-Prinzip, das werden Sie im Internet auch noch öfters finden. Ja? Und das funktioniert, wie wir alle wissen, überraschend gut. Also halten wir fest, für Bursty-Traffic ist statisches Multiplexing eine schlechte Idee. Die Alternative, ich gebe demjenigen, der im momentan viel zu senden hat, so viel Kanalressourcen, wie gerade frei sind. Ja? Von mir aus auch, wie gesagt, den ganzen Kanal. Das ist dynamisch, das atmet sozusagen mit, ne? Das wächst dann eben, wenn Kanalkapazität da ist, mit dem Bedarf mit. So, da muss man noch von der Terminologie müsste ich noch einführen, dass das dann irgendwie organisiert werden muss. Und naja, die Entität, die das organisiert, die nennen wir einfach mal Medium Access Control. Und ich brauche natürlich Absprachen zwischen den Teilnehmern, wie zugegriffen wird auf das Medium, wann auf das Medium zugegriffen wird und auch wie, falls Kollisionen passieren, wie die aufgelöst werden. Ja, zum Beispiel in meinem Beispiel vorhin, wenn Sie alle würfeln, wenn Sie kollidieren, dann sollten Sie sich vielleicht über den Typ oder die Kantenanzahl Ihres Würfels austauschen. Ja? Das wäre dann unfair, wenn einer zum Beispiel eine Münze wirft. Ja? Ich weiß, das ist kein Würfel, aber gut, verallgemeinert ein Würfel mit zwei Kanten. Ne? Ja, der hat dann eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, sofort wieder ranzukommen. Und dann haben Sie einen, der nimmt irgendeinen Rollenspielwürfel mit, ich weiß nicht wie viel Kanten. Und der hat dann eine erheblich geringere Wahrscheinlichkeit, ranzukommen. Ne? Und dann wäre das schon wieder unfair. Ja? Also da über sowas sollte man sich absprechen. Ja? Also wie dann dieser Medienzugriff passiert und wie dann auch Kollisionen wieder aufgelöst werden. Und das muss natürlich zwischen Teilnehmern gemeinsam passieren. Und daher braucht man dann ein Protokoll, was einfach einem gemeinsamen Standard zwischen diesen Teilnehmern gereicht. Ja, bevor wir da ins Detail gehen, muss ich ein bisschen Terminologie und ein paar Annahmen noch erläutern. Ich würde einerseits sagen, also wir werden ab jetzt mit dem sogenannten Stationsmodell arbeiten oder auch Terminal Model manchmal genannt. Ich gehe davon aus, dass einfach N unabhängige Hosts da sind, die unabhängig voneinander kommunizieren. Das ist also jetzt hier nicht irgendwie so eine Rollenspielergruppe, deren Anfragen irgendwie korreliert sind, ja, oder das sind jetzt nicht einfach nur zwei Teilnehmer derselben Telefonkonferenz. Die haben natürlich keine unterschiedliche Last, ne? Deren Last wäre jetzt korreliert. Also ich gehe davon aus, dass jeder von denen so für sich alleine steht und auch für sich alleine Last produziert. Ja? Und auch dieser statistische Prozess, der hinter dieser Lastproduktion ist, dass der unabhängig ist, also zwischen den Teilnehmern. Dann gehe ich davon aus, dass alle diese Teilnehmer am selben Kanal hängen. Ja? Das ist hier nochmal illustriert, ja. Zum Beispiel hängen die alle an derselben Switch oder an derselben Hub im Ethernet oder die sind alle in derselben Ausbreitungsumgebung beim WLAN. Das heißt, die interferieren alle miteinander, weil sie zum Beispiel alle im selben Raum sitzen. Man sagt da auch Propagation Domain oder Ausbreitungsumgebung zu. Das ist der Bereich, in dem zum Beispiel WLAN-Teilnehmer sich alle hören können gegenseitig. Dritte Annahme. Ich gehe von der Kollision aus und ich gehe davon aus, dass wenn zwei Teilnehmer gleichzeitig senden, dass das Paket verloren ist. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt zum Beispiel eine starke Fehlerkorrektur vielleicht ein oder beide Frames wieder restaurieren könnte. Das ist möglich. Das ist also eine Vereinfachung, die wir hier machen, einfach um
Kollisionen besser erklären zu können und um auch MAC-Protokolle besser erklären zu können. Und das ist auch legitim, das so zu vereinfachen, weil wenn ich Kollisionen gut vermeiden kann, dann ist es ja generell ein Vorteil, egal ob ich vielleicht kollidierte Frames wieder rekonstruiert kriege oder nicht. Also das ist hier die Annahme. Eine Kollision vernichtet Pakete. Ist in der Praxis nicht so. Es kann natürlich sein, dass ab und zu mal eins dieser beiden kollidierenden Pakete wieder tatsächlich korrekt empfangen werden kann. Aber als Annahme und auch insbesondere als Design, als pessimistische Designannahme ist das ganz vernünftig. Noch eine Annahme wäre das Zeitmodell. Wir müssen da unterscheiden zwischen kontinuierlicher Zeit und zwischen diskreter Zeit. Was heißt das? Gut, kontinuierlicher Zeit sehen Sie hier. Ich kann mit meinem Senden beginnen, wann ich möchte. Ja, es gibt keine zentrale Uhr, keinen zentralen Takt. Jeder sendet, wann er will. Und tatsächlich im kontinuierlichen Fall wäre die auch beliebig genau aufgelöst. Also zumindest in einer gewissen Vereinfachung. Tatsächlich habe ich da ja noch einen Bittakt drunter, wie wir vom Physical Layer wissen. Aber ich habe jetzt zumindest keinen klaren Frame-Takt hier. Also zumindest auf Paketebene habe ich keine Diskretisierung. Ja? Im Gegensatz dazu habe ich diskrete Zeit oder Slotted Time. Da ist dann tatsächlich meine Zeit aufgeteilt, zum Beispiel in den Frame-Takt. Ja? Also ich habe sozusagen sogenannte Zeitschlitze. Und die sind in der Regel so groß, dass da ein kompletter Frame oder ein komplettes Paket reinpasst. Das hängt aber auch wieder vom Protokoll ab, ob das so ist. Ja, das muss nicht so sein, aber üblicherweise ist es so. Und jetzt kann der Slot natürlich benutzt sein oder nicht. Und Teilnehmer dürfen nur zu Beginn eines Slots anfangen zu senden. Ja? Das ist hier nochmal dargestellt. Ja, wir werden das beides noch nachher diskutieren am Beispiel eines tatsächlichen MAC-Protokolls und welchen Unterschied das macht, ob man da kontinuierliche Zeit oder Zeitschlitze verwendet. Ja, letzte Annahme noch, Carrier Sensing. Ich gehe davon aus, dass Teilnehmer auf den Kanal hören können, bevor sie senden. Ja, das heißt, die können zuhören und können zum Beispiel dann entscheiden, ob sie mit jemandem kollidieren wollen oder nicht. Ja. Also das ist auch jetzt zum Beispiel wie jetzt unsere Situation in der aktuellen Videokonferenz. Wenn Sie jetzt jemanden hören, würden Sie zum Beispiel eine Kollision vermeiden, indem Sie dann einfach schweigen, wenn Sie jemanden hören. Ja. Und die Annahme, die dahinter steckt, ist natürlich, dass Sie überhaupt erstmal die Möglichkeit haben oder eben allgemein Teilnehmer in einem Computernetz die Möglichkeit haben, auf den Kanal zu hören. Das führt trotzdem zu Problemen. Also auf den Kanal hören können reicht nicht alleine, um Kollisionen zu vermeiden. Das werden wir dann in den Beispielen sehen. Ja? Aber das ist ein Feature, was wir sozusagen verwenden werden. Ja? Also dieses Feature heißt Carrier Sensing. Wird übrigens bei Ethernet verwendet. Gut, damit haben wir die Annahmen geschafft. Dann würde ich jetzt noch zu den Metriken kommen, ja, oder zu den Messgrößen. Ja, was wollen wir eigentlich erreichen und wie messen wir das, was wir erreichen? Also wenn wir jetzt über Effizienz reden, was ist ein effizientes MAC-Protokoll, dann müssen wir erstmal sagen, wie wir Effizienz überhaupt messen. Ja, Durchsatz würde man allgemein sagen, aber Durchsatz in Bezug worauf? Ja, das muss ich Ihnen ja erstmal erklären, also mache ich das jetzt. Wie würde ich jetzt die Effizienz einer dynamischen Kanalaufteilung messen wollen oder eines guten MAC-Protokolls, hoffentlich guten MAC-Protokolls messen wollen? Naja, intuitiv, also ich will so viele Pakete wie möglich übertragen. Oder noch besser gesagt, na, so viele Pakete wie möglich pro Sekunde übertragen. Ja? Das ist auch tatsächlich korrekt, also das ist natürlich Durchsatz, ja. Ob ich den jetzt in Pakete pro Sekunde oder in Bits pro Sekunde bei konstanter Paketgröße zähle, ist ja egal. Ne? Das ist Durchsatz und das will ich natürlich bei hoher Last erreichen. Also bei hoher Last, das heißt, alle meine Nutzer sind kräftig am Senden und kräftig an Requests produzieren, will ich natürlich meinen Durchsatz möglichst maximieren. Bei niedriger Last ist der Durchsatz aber eigentlich egal. Weil bei niedriger Last habe ich ja nicht viele Anfragen. Wenn jeder meiner Teilnehmer nur so ein Bit pro Sekunde anfragt, dann interessiert mich Durchsatz nicht. Ja, und das haben wir zum Beispiel im Laborpraktikum gesehen. Das ist bei Ping die Frage. Also wenn Sie einen Ping machen oder wenn Sie Dienste haben, die eigentlich keine großen Datenraten produzieren, dafür aber latenzsensitiv sind,
Sie können mir ja im Chat gerne mal ein paar Beispiele dafür nennen für solche Dienste, ja, die eine geringe Datenrate haben, aber sehr latenzsensitiv sind, also sehr schlecht werden, wenn die Latenz höher wird oder wenn die Latenz stark anfängt zu schwanken. Dann bin ich im Bereich der niedrigen Last und dann interessiert mich Durchsatz eigentlich nicht mehr. Dann interessiert mich Verzögerungszeit. Das ist interessant, oder? Also es hängt davon ab, in welchem Lastbereich ich mich bewege, ob ich hohe Last habe in meinem Netz oder niedrige Last, welche Metrik relevant ist. Ja, Durchsatzmessung bei niedriger Last ist irrelevant. Ja? Also Sie können die Kapazität eines Links nur messen, wenn Sie den Link ja komplett füllen. Das haben wir ja beim BDP, beim Bandwidth Delay Produkt diskutiert. Ja? Daher brauchen Sie natürlich für einen Benchmarking Ihres Netzes, also hinsichtlich Durchsatz, brauchen Sie eine volle Last, da brauchen Sie hohe Last. Ja? Wohingegen Sie Delay in einem hohen Lastsystem zwar messen können, aber dann ist diese Messung auch nicht wirklich relevant, um Ihnen eine echte Verzögerungszeit auszudrücken. Warum? Naja, weil Sie dann im Zweifelsfall die Verzögerung Ihrer Router-Queue, also Ihrer Router-Warteschlange messen, in der Sie stecken, weil Sie hohe Last haben. Das heißt, das ist jetzt für eine Roundtrip-Time, also für eine Verzögerung über einen Link, eigentlich kein wirklich relevanter Wert. Ja, also daraus leiten sich auch direkt aus dieser Darstellung, leiten sich auch direkt Erkenntnisse für das Messen oder Bewerten von Netzen ab. Gut, und eine dritte Metrik, die ich kurz noch erklären würde, ist Fairness. Ja. Hatten wir ja vorhin schon mit den Würfelkanten mal als Beispiel. Also wir möchten schon beim Design von Telekommunikationsnetzen, dass alle Nutzer fair behandelt werden. Zumindest, dass es technisch möglich ist, sie fair zu behandeln. Ja. Also wir möchten nicht auf technischer Ebene eine Unfairness einbauen. Das wird teilweise auch versucht zu unterwandern. Ich werde Ihnen hoffentlich so am Ende dieser Veranstaltung bei Schicht 4, da werden wir mal das QUIC-Protokoll diskutieren. Das ist ein Vorschlag für einen ja, TCP-Gegenentwurf, wenn man so möchte, also für ein Transportprotokoll von Google, wo Google so versucht hat, die Fairness im Internet so ein bisschen zu unterwandern. Und das wurde denen auch anhand von wissenschaftlichen Veröffentlichungen dann nachgewiesen. Ja, das können wir dann am Ende der Veranstaltung mal diskutieren, wie so das ja, Fairness Pros und Cons, was sind da so die Nachteile. Fairness ist generell relativ schwer zu definieren, weil das immer über die Historie, also über die Bedienhistorie definiert wird. Ja? Also ob Sie jemanden fair behandeln, hängt ja davon ab, wie Sie denjenigen in der Vergangenheit behandelt haben. Wenn Sie einen Host in der Vergangenheit schlecht priorisiert haben, also der für die letzten 10 Minuten gar nichts senden durfte, weil immer der Kanal voll war, müssen Sie den ja, um das auszugleichen, in der Zukunft besser behandeln. Daher ist das immer so eine relativ kompliziert zu messende Größe. Ich werde da ab und zu aber mal drauf eingehen. Wichtig ist bei Fairness, merken Sie sich, technisch wollen wir alle Nutzer fair behandeln, per Design. Ob wir das immer schaffen oder was dann die Netzbetreiber daraus machen, ist dann wieder eine andere Frage. Gut, jetzt haben wir unsere Metriken und unsere Annahmen. Was machen wir damit bei unserer Analyse von MAC-Protokollen? Das ist, wo wir hin möchten. Also dieser Plot zeigt Ihnen, wo wir hin möchten. Ich steige mal schnell in diesen Plot ein und dann schauen wir mal, was diese einzelnen Größen bedeuten. Was Sie hier sehen, ist im Wesentlichen der Verlauf einer Durchsatzkurve bei steigender Last. Also wir haben hier die Last G. Stellen Sie sich vor, das ist in Bit pro Sekunde gegeben oder in Gigabit oder Terabit pro Sekunde. Also das ist jetzt völlig egal, welche Einheit da steht. Ja, hier haben wir es normiert auf irgendeinen Wert um die 1 herum. Und die Last steigt, wenn ich von links nach rechts gehe. Gleichzeitig steigt natürlich mein Durchsatz. Und was ich jetzt idealerweise haben möchte, ist, dass ich hier so einen 45-Grad-Winkel habe. Ne? Also so eine Winkelhalbierende. Und für jedes Megabit, Terabit, Gigabit, was ich erhöhe, soll da bitte auch Megabit, Terabit, Gigabit Durchsatz mehr rauskommen. Ne? Also ganz klar Winkelhalbierende. Das wäre ideal. Ne? Hat einer oder eine von Ihnen eine Idee, warum ich diesen Knick habe? Es steht schon da, aber kann es vielleicht einer mal im Chat schreiben und erklären? Genau, weil irgendwo ein Limit ist. Und wissen Sie noch, wie dieses Limit heißt und wer es definiert hat? Shannon, ja, warum das Fragezeichen? Aber, achso, Sie beziehen sich wahrscheinlich auf die Anzahl Ns, ja, also mit 2 N wird der geschrieben. Genau, Dankeschön. So ist es korrekt. Gut, also was wir hier sehen ist, bis wir bei 100% Sättigung sind, ne? Also
oder einer Last von 1, ja, erreichen wir im Idealfall, haben wir die Winkelhalbierende. Dann haben wir aber eine Grenze erreicht. Und diese Grenze wird uns zum Beispiel durch das Shannon-Theorem vorgegeben, in theoretischer Art und Weise. Wenn Sie jetzt ein praktisches System fahren würden, würde das Ihre Grenze natürlich drunter liegen, weil Sie ja versuchen, mit einem praktischen System möglichst nah an Shannon ranzukommen, das aber vielleicht nicht schaffen, zum Beispiel, weil Sie dafür Redundanz anwenden müssen bei der Codierung oder vielleicht, weil Ihre Adaption an die SNR schlecht ist, etc. Das haben wir im physikalischen Fall besprochen. Und natürlich haben wir auch Overhead, den wir brauchen. Und das geht natürlich alles von der Shannon-Grenze ab. Also in der Regel liegen Sie hier so ein bisschen drunter. Aber da haben wir natürlich unsere Kapazität erreicht. Ja? Also mehr geht nicht. Naja, und was machen wir dann? Naja, wir können dann eben nur den Maximaldurchsatz, den wir bei maximaler Last haben, halten und gehen hier halt horizontal weiter. Ja? Das ist diese Linie. Ne? Das ist so ein typisches Lastdiagramm. Wenn Sie jetzt zum Beispiel messen wollen, wie gut ein System, also nehmen Sie einfach mal ein praktisches Netz, zum Beispiel WLAN zu Hause, und Sie wollen mal messen, wie das auf Durchsatz reagiert, dann können Sie das so machen. Ein typisches Tool dafür wäre zum Beispiel iPerf. Ne? Dann können Sie iPerf nehmen und da einfach mal die Datenrate hochfahren. Also einfach mal mehr und mehr Last generieren, bis Sie dann merken, hey, da ist die Lastgrenze meines WLANs. Also da ist die Kapazität meines WLANs erreicht. Und ab da geht es dann nur eben horizontal weiter. Ja? Und damit hätten Sie tatsächlich die Kapazität Ihres WLANs gemessen. Sie merken wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Sie können eine echte Kapazität nur messen, wenn Sie volle Last reinstecken. Sie können bei niedriger Last nicht die Kapazität eines Netzes messen. Ja? So ist das. So ist das grundlegend. Besser geht es nicht als das. Ne? Und da wollen wir natürlich mit unserem MAC-Protokoll ran. Gleichzeitig möchte ich auch noch bitte ein möglichst kleines Delay haben und einen geringen Jitter, also eine möglichst geringe Varianz des Delays. Ich möchte mir also bitte nicht, das ist wichtig dazu zu sagen, diese schöne Durchsatzkurve mit einem hohen Jitter oder mit einer hohen Roundtrip-Time erkaufen. Ne? Hier steht es bereits, das ist jetzt nicht unbedingt eine realistische Hoffnung, weil ich brauche natürlich bei hoher Last Puffer. Und wir haben ja nun bereits schon mehrfach diskutiert in dieser Veranstaltung, wie große Puffer zu Jitter und höherer Verzögerung führen. Und da werde ich schon ein bisschen Jitter in Kauf nehmen wollen, aber ich will das natürlich nicht überstrapazieren. Ja, also das soll natürlich im Rahmen bleiben, sodass meine Anwendung da nicht exzessiv drunter leidet. Damit haben wir jetzt die Voraussetzungen für unsere kleine Protokollanalyse, also unsere Analyse von MAC-Protokollen, die wir jetzt in dem folgenden Termin machen werden, geschaffen. Ja, damit wissen Sie jetzt, was sind unsere Annahmen, was sind unsere Kenngrößen, was erwarten wir, was ist sozusagen das ideale Ergebnis. Und dann werden wir in dem folgenden Termin jetzt beginnen, diese Designoptionen durchzuspielen und diese anhand praktischer Protokolle zu diskutieren.